Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Da ich so oft gefragt wurde, Rabbit, wie funktionieren die 2 Millionen Rising Rush, habe ich ein bisschen rumprobiert und ich finde, ich habe eine ganz gute Lösung gefunden. Die werden wir uns gleich ansehen. Ich hoffe, es klappt beim ersten Mal, denn man braucht die richtigen Karten auf der Hand. Ich habe 2,5 Millionen gemacht. Mit einem Helden. Also es ist auf jeden Fall möglich und es macht Sinn und so weiter. Ja, wir gehen mal rein. Was ist mein Team überhaupt? Mein Team ist absichtlich so. Die untere Reihe bufft alles meinen Vegeta. Piccolo hier ist komplett unnötig. Der ist einfach nur so drin. Könnte man auch austauschen. Ist jetzt nicht nötig. Wir spielen mit Krillin. Ich nehme einfach eine rote Karte. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt auch einen anderen roten Helden nehmen. Es ist komplett egal. Es muss auf jeden Fall ein Held sein, der stirbt. Ihr müsst gegen blauen Freezer kämpfen und der rote Held muss auf jeden Fall drauf gehen. Der stirbt am leichtesten, ist am einfachsten, Leute. Und mit dem Vegeta mache ich dann den Damage. Dafür braucht ihr, wie gesagt, die richtigen Karten auf der Hand. Wenn es beim ersten Mal jetzt nicht funktioniert, mit der richtigen Karte auf der Hand und so weiter, zeige ich es euch nochmal. Ich werde einfach in den Kampf dann reinsteigen. Ich versuche dieses Video eigentlich kurz zu halten. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ihr könnt natürlich statt Vegeta auch Piccolo nehmen, Ginyu und so weiter. Es geht mit allen grünen Karten gegen die blaue Karte natürlich. Wir spielen hier gegen den blauen Freezer am allerersten Helden. Ganz ersten, den allerersten in der Freezer-Event-Mission. Den werden wir jetzt spielen. Und wir nehmen nur zwei Karten mit. Wichtig, ne? Nehmen nur zwei Karten. Wir nehmen mit unsere rote Karte und unsere grüne Karte. Wie gesagt, welche ist egal. Sie muss natürlich gut stark sein. Mein Vegeta ist Soul geboostet. Der geht schon ein bisschen ab, ne? Wie gesagt, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, werden wir uns das Ganze nochmal kurz ansehen. Ich werde einfach reinschnibbeln, dass es funktioniert. Wir nehmen einfach nur zwei Helden mit, dann kriegen wir eine Warnung. Ist uns komplett egal. Wir wissen es, ne? Wir müssen mit Krillin, mit unserer roten Karte, wie gesagt, rot, damit er halt leicht stirbt, alle Dragon Balls sammeln. Das ist das Wichtigste. Mit ihm müssen wir alles sammeln. Er darf halt nicht vorher drauf gehen, sonst haben wir verschissen. Fängt schon mal ganz schlecht an, muss ich sagen, mit blöden Karten. Wie gesagt, wir brauchen gelbe Karten am Schluss auf der Hand und wenn möglich eine grüne. Die blaue hier sollten wir auch loswerden, sonst kriegen wir ein Problem. Jetzt erstmal reinklatschen, ist jetzt nicht so wichtig, wie gesagt. Er darf nicht zuerst abnippeln, bevor er die ganzen Dragon Balls gesammelt hat. Das ist das Wichtigste überhaupt, er muss die Dragon Balls sammeln und wir brauchen gelbe Karten auf der Hand. Das sieht schon mal nicht so geil aus. Muss ein bisschen aufpassen, ihn nicht zu töten. Ja, das war gut. Das war schon mal sehr gut. Jetzt nur noch die roten Karten loswerden und am besten gegen grüne. Und warten, bis er uns angreift. Und jetzt der Angriff abbricht. Ah, zu spät. Das ist eine Timing-Sache. Ihr braucht, wie gesagt, die richtigen Karten auf der Hand. Das ist sehr wichtig. Greift doch an, Mann. Greifen wir halt an. Ah, jetzt wehrt er nicht ab. Wir müssen diese roten Karten loswerden. Und eine grüne Karte wäre mega gut dafür. Ah, wir müssen aufpassen, nicht töten. Bräuchte eine grüne Karte wenigstens. Ah. Schwierig, schwierig. Das richtige Setup zu finden. Greif uns doch an, damit wir angreifen können. Ne. Perfekt. Das war perfekt. Wie gesagt, er kann ruhig drauf gehen. Wir haben noch immer keine grüne Karte. Das ist mal nicht gut. Wir warten mal ganz kurz, sonst werden wir ihn... Nein, du tötest ihn jetzt. Oh Gott, kann ich hinsehen. Ne, keine grüne Karte. Okay, wir lassen mit Krillin mal sterben. Versuchen es ohne grüne Karte, für Schaden da möglich ist. Ich hatte eine grüne Karte und die Hauptfähigkeit von Vegeta, um ihn zu töten. So, warte mal kurz Zeit. Setzen die Hauptfähigkeit ein, damit machen wir viel mehr Damage nämlich. Und jetzt müssen wir nur ausweichen, dass wir unseren Rising Rush nicht verkacken. Greif doch an, Mann. Greif doch an. Da geht doch. Und jetzt Rising Rush drauf. Und beten, dass es ohne die grüne Karte auch funktioniert. Sonst muss ich es nochmal machen. Werde ich es aber reinschnippeln, wie gesagt. Mal gucken, wie viel Damage wir machen. Ohne grüne Karte. Ja, reicht. Reicht. Leute, reicht. Geht auch mit ohne grüne Karte. Mit grüner Karte waren es 2,5 Millionen. Aber wie ich gesehen habe, easy über 2 Millionen. Ist überhaupt kein Problem. Warum ist das überhaupt kein Problem bei Vegeta hier? Der hat eine sehr geile Fähigkeit. Wenn man ihn nämlich seine Hauptfähigkeit aktiviert, bekommt er 45% mehr Blast Damage. Also ihr müsst euch so eine grüne Karte suchen, die möglichst stark ist. Bei Piccolo geht das leider nicht.
Ihr könnt es aber versuchen mit anderen Karten, die sich boosten. Zum Beispiel er hier, der Violette, könnt ihr auch versuchen, ob es ohne Type Advantage funktioniert, denn er macht auch 50% mehr Damage. Müsst ihr ein bisschen rumprobieren, am besten. Ihr könnt auch gegen den roten Freezer kämpfen, ihr könnt gegen den gelben Freezer kämpfen, ihr müsst es nicht gegen den blauen machen. Auf jeden Fall spielt nur mit zwei Helden. Mit einem zum Beispiel roten gegen den blauen Freezer, mit einem blauen gegen den roten Freezer und so weiter, dass er euer Charakter möglichst stirbt, aber die 7 Dragon Balls sammeln versucht. Dann, wie gesagt, bei Vegeta zum Beispiel braucht ihr gelbe Karten auf der Hand und wenn möglich eine grüne und dann geht die Party ab. Wie gesagt, 2,5 Millionen waren es mit der grünen Karte, 2,1 Millionen ohne der grünen Karte. Ist auf jeden Fall nicht schwer, nehmt nur zwei Helden mit, einer stirbt, einer macht den Rest und ab geht's, Leute. Ich wünsche euch viel Glück dabei, fröhliches Rumprobieren. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder im Opening. Wenn ihr das Video zu meinem Update noch nicht gesehen habt, guckt mal beim Update-Video vorbei, jetzt auf der Endcard. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Werdet Teil der Community. Viel Spaß, hau rein und ciao.